Was los? Wo bin ich hier? Ah, hier. Servus, hallo, ich grüße dich. Der Helmut ist hier und ich freue mich, dass du mit dabei bist. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg zu einer, ja, man könnte sagen, ja, nicht man könnte sagen, auf dem Weg zu einer noch traditionellen kleinen Reismühle von einem kleinen Reisbauern hier in Thailand, hier im Isan, in Buriram. Und ja, es ist mit den Reismühlen ist es wahrscheinlich wie in jeder Profession überall auf der kompletten Welt. Sie sterben sozusagen aus. Es gibt immer weniger, wenn ich mich zurückerinnere, als ich vor 10 Jahren hier ankam, da war in jedem Dorf waren mehrere dieser Reismühlen und die haben alle richtig gut Asche verdient. Und innerhalb von den 10 Jahren ist das komplett nach unten gegangen. Es gibt manchmal Dörfer, wo nicht mal mehr eine einzige Reis, also früher so klein konnte es Dorf nicht sein, da war trotzdem mindestens eine Reismühle. Heute ist es so, dass es wirklich Dörfer gibt, wo gar keiner mehr eine Reismühle betreibt. Es gibt hier dann meistens nur mal noch diese wirklich großen Reismühlen in den Städten, wo die, weiß ich nicht, 50 Stang oder irgendwie ein bisschen mehr halt für den Reis bieten und diese kleinen, die Kleinbetriebe wie überall auf der Welt, also und in jeder Profession, die Kleinbetriebe sind ja überall fast ausgestorben. Genauso ist es mit den Reismühlen. Deshalb freue ich mich wirklich besonders, dass du mit dabei bist auf dem Weg. Also, lass losgehen. Also, jetzt sind wir wieder hier. Eigentlich sollte ich jetzt, wie immer, und zwar, hier ist ein bisschen die Schweinezucht sozusagen, ein Duroc-Schweinchen mit den Jungen hier hinten, sieht man. Die sehen aber auch schon aus, als ob die so 10 Wochen wären, oder? 5 Wochen? Ich habe das komplett vergessen, wie viele Wochen die bei der Mutter sind. Ja, 5 Wochen glaube ich so, ja 5 Wochen glaube ich. Weil das sieht schon richtig groß aus, das Schweinel hier. Das, was so ein Mix ist zwischen Duroc und Beer Train. Ne? Das ist so ein Mix zwischen Duroc und Beer Train. Das sieht man so das. Oh, der hat aber die Eier noch dabei. Jo, den haben sie gar nicht. Da wollen den zu. Oder aus dem machen den Zuchtheber. Guck dir das an. Der hat die Eier. Sieht man jetzt ja nicht. Ham Yang mit Dat. Ach so, jetzt hat er die Eier eingezogen, weil er kackt. Ne? Wenn er fertig geschissen hat. Aha. Oh je. Jetzt hat er fertig gekackt. Aber bei mir der Gimbal spinnt wieder. Oh je. Jetzt dann geht's wieder. So, hier ist er. Wo ist er? Hier, jetzt sieht man hinten die kleinen Fidschis bei ihm da. Müssen wir wieder hinzoomen, ne? Ja, jetzt ist er wieder um die Ecke. Man sieht den nicht. Man sieht den nicht. Wir sind jetzt dann hier in der Reismühle. Eigentlich geht es darum, dass ich da die Reismühle filmen möchte. Die befindet sich da hinten drin. Wir warten allerdings noch auf den Reismühlenbauer. Und währenddessen habe ich mir gedacht, filmen wir hier auch ein bisschen die... Oh, das dachte man gerade so schön warm hier. Warum ist warm? Weil hier ein kleines Feuerhähnchen ist. Warum? Weiß ich nicht. Es ist so. Und hier siehst du, hier die Schweinchen am Fressen. Die sind schon etwas größer. Ich schätze, die werden hier schon einen guten Monat in der Zucht sein. Einen guten Monat bis anderthalb. So, jetzt dann. Jetzt sind wir hier in der Reismühle. How much is that? Kilo 125 Baht. Ja, how much will I give him? Da man keiner in der Mitte gibt. 27, ne? Ja. Doch, zuhause ich, ha? Doch, zuhause ich, ha? Zuhause. Wie Kilo? Ja, zum Mord, ja. Zum Mord, wie viel Kilo? Kann man ruhig, ja, mit dem Kaufsahn. Nang roh, ne? Nang roh, ne? I have to wait this. Wait before. ต้องชั่งก่อนถึงจะรู้ว่า how much
Yeah, what should I do with the rice? Give someone. I don't want to buy one pack like this. Yes, of course. นาโพดเอาแค่ครึ่งได้ไหมโพดแค่ครึ่งมันจะปกติแล้วมันกี่บาทกระสอบเนี้ยค่ะมันยังไม่เป็นถ้ามันเป็นน่ะมันจะประมาณกี่บาท200-300ได้มั้ง200-300ได้ไหมคอยดูแล้วดูแต่กิโล So das ist jetzt an die Reismühle hierIst der Reis, Anni, Kau, Chamei, Kau, Pörg. Hier, der Kau, Pörg, das ist der Reis mit den Schalen noch drauf. Und wie ich hier sehe, mit den Rattenköteln. Der kommt hier rein, dann geht der hier, Martini, Chamei. Martini, und dann geht er nach oben. Martini, was ist das? Ah, hier. Das ist ein Fund, ein Dinn, oder? Ne?Hier ist der Filter drin. Man ja ruhig, ne? Der Kräng, ne? Ah, Kräng, ne? Hier sieht man eher am Boden so ein bisschen den Fun-Org, ne? Der Filter hier, das rattert hin und her. Ich zeige das nachher noch, wenn man es rattert. Martini, Chamei. Mani, ah, Ani. Dann geht das hier hoch. Blöck bei Tinon. Bei der Top-Blöck. Man lohnt, guck, man hat die Top-Blöck.เปลือกเทาะเปลือกมันปอกเปลือกนะโอเคอันนี้ตอกเปลือกครับเทาะเปลือก yes ada เปลือกแล้วเขามีเปลือกใช่ไหมเขาไปด้วยมีเปลือกไปก็ร่อนตรงนี้อ๋อเปลือกตรงนี้แล้วก็ทายไปข้างนอกเปลือกทายมาที่นี่ใช่ไหมที่ตัวนั้น das ist die Schale Blüte heißt die Schale die geht hier durch das Rohr hinaus da oben kommt das daraus rein, geht da unten rein, hier sieht man es eh da, ich glaube da hier geht das raus und dann sieht man ja eh hier geht das Rohr hier raus, so das Rohr geht das weg. Die Numpen allein gehabt? Die Numpen, mal, ดูตรงมาตรงนี้มันจะดูไปข้างหลังนู่นไปทิ้งข้างหลังมาทำไมครับเนี่ยครับมันไปทิ้งข้างหลังอยู่นู่นทีนี้เปลือกทีนี้อะไรมันเป็นทั้งข้าวทั้งเปลือกอันนี้เขาเปลือกครับแต่เป็นเปลือกแล้วคือเปลือกที่มันกระเทาะเปลือกแล้วเห็นไหมเป็นเปลือกแล้วโอเคครับกระเทาะแล้วเม็ดข้าวสารมันจะมาทางนี้ข้าวสารครับเป็นข้าวข้าวสารทีนี้ครับไปลงไปนี่ไปนี่ไปลงตะแกรงใหญ่ตัวนี้ลงตะแกรงใหญ่ตัวนี้ไปนู่นไปนู่นแล้วขึ้นไปนู่นนู่นนู่นนู่นไปลงตะแกรงขัดข้าวโอเคขัดขาวขัดขาวขัดขาวอยู่ทางนู้นครับผมครับแล้วก็มันมีอยู่สองทางนี่เนาะมันก็จะลงไปนู่นปึ๊บมันก็จะลงมานี่อีกทีนึงมาตีอีกทีนึงครับไปนู่นแล้วน่ะใช่ไหมมันลงไปนู่นไปขึ้นแล้วมันจะออกมาตรงนี้Okay. แป๊บเดียวOkay. ใช่ so ทีนี้มาเปลือกมาทีนี้ไปที่นู่นอีกใช่ไหมไปลงนู่นลงนู่นเสาสองเสาเนี่ยสองเสานี่เสานี่ทีนี้แล้วขึ้นไปนู่นขึ้นไปนู่นโอเค dann geht das hier runter hier rein geht da in den von dem hier runter in diese ลงตรงนี้ทีนี้มันจะดันขึ้นไปนี่ da können da geht's wird hier hinaufgeblasen ดันขึ้นแล้วมาลงถังนี้มาลงถังนี้แล้วก็ขัดขาตรงนี้โอเคขัดขาตรงนี้แล้วมันก็จะลงตรงนี้ตะแกรงนี้โอเคครับนี่ขัดขาตรงนี้จะเป็นข้าวสารตกอยู่นู่นที่ถังข้าวสารที่นี่ครับครับ wo ist der Gimbelscheiße oderขอบคุณครับ thank you เนี่ยมันจะอันนี้มันจะเป็นไอ้พวกเม็ดเล็กนะพวกเล็กเม็ดข้าวสารมันอยู่นี่ข้าวสาร this is the normale rice อันนี้ this is the gebrochene rice อันนี้ไปให้ไก่ให้ไก่ให้ใช่มันเม็ดเล็กใช่ไหมเล็ก yes das ist so gebrochener Reis da kommt der normale Reice อันนี้ลำเหรออันนั้นไม่ใช่มันเป็นเศษอะไรทั่วไปไม่ใช่ลำเหรอ
Lamm bei nein? Lamm, das ist der Abfall, der eigentlich, der, wo die ganzen Vitamine und alles drin ist. Alter, ihr werdet wahnsinnig mit dem. Alter, mit dem Gimbal wirst du irre. So, der ist jetzt dann zum 20.000. Mal ausgefallen, der Gimbal. Hier, das ist das Lamm. Ram la'iat. Das ist Ram, das ist, was eigentlich das meiste, das ist so fast wie Mehl. Und da ist eigentlich eh, wo die meisten Vitamine und die meisten Nährstoffe drin sind. Ramke. Ramke. Hier, das ist der ganz, ganz fein, wirklich wie Mehl. Und der ist so ein bisschen mehr, da ist das ein bisschen mehr Schale und so weiter noch mit dabei. Hopkorn gehabt. So. Bist du deppert, der Gimbal ist scheiße. This Gimbal is shit. It turns off all the time. He turned off 10 times already, the Gimbal. Is so shit, man. Is that Gimbal shit? Okay, Ani, see, cup. Now I can record. He can switch on. ครับผมได้เลยสีรูปสีจะดังมาก Fit and Go It's so bad the gimbal It switch off at least 10 times So, ich hoffe, da fallen wir jetzt auch nicht runter, wenn wir jetzt hier raufgehen. Wow. So,
Hier kommt der Reis rein und fällt da runter. Also jetzt stehen wir hier heroben, hier kommt der Reis hier runter, fällt hier rein und geht da weiter. Auf der anderen Schiene hier drüben kommt der Reis runter. Da ist noch da kommt nicht der Reis runter, der kommt dieser, wie heißt das, die Schale eigentlich runter, wo der gesagt hat, dass dann da unten. Jetzt stehen wir hier heroben und dann geht das unten da bei dem Rohr hinaus ins Freie. Und angetrieben wird das Ganze hier über diesen gekreuzten Keilriemen, so wie das ausschaut hier. Und das dürfte hier so der Motor sein, das was wir hier sehen. So, jetzt hoffe ich kann hier runtergehen, ohne dass ich hier... mir das Kreuz breche. Das wäre schon mal cool. So, das weiß ja, warum man da hier früher nichts gesehen hat. Hier, das ist das, wo der Sieb ist. So. Cool, thank you. Okay, mate. Okay. Komm schon, Rab. Name geht neu. Oh, yes, I'm so thirsty. You can open for me. Oh, I can open. Wow, irgendwie, ich bin eigentlich total ausgelaugt jetzt an. Das darf mir hier gar keiner erzählen. Und ja, das war der Besuch einer traditionellen thailändischen Reismühle. Mittlerweile bin ich hier eh am Relaxen in einem Kaffeehaus, freue mich darüber, weil, wie gesagt, fühle mich total ausgelaugt und irgendwie schön, dass du mit dabei warst. Eigentlich macht mich das Ganze oder irgendwie hat mich das Ganze so ein bisschen übermannt auch von Traurigkeit, weil es tatsächlich so ist irgendwie, keine Ahnung, in 10 oder in 20 Jahren, also ich würde echt meinen Arsch drauf verwetten, in 20 Jahren kannst du das Video bringen als der letzte seiner Art. Da wird es das wahrscheinlich überhaupt gar nicht mehr geben. Und irgendwie finde ich das so traurig. Ich habe das hier sehr genossen, als ich hier nach Thailand kam vor 10 Jahren. So dieses traditionelle, kleinbetriebliche, kleinbäuerliche und so weiter. Und das ist halt wie alle Kleinbetriebe und wie alle oder viele Handwerksbetriebe oder Handwerksberufe am Sterben, am Aussterben. Es sind ja super viele. Also in unserer Generation, ich glaube, wir sind überhaupt die erste Generation, in der Berufe aussterben und ausgestorben sind. Sind da einige, keine Ahnung, da Buchdrucker, Schriftsetzer und so weiter. Ich glaube, Schriftsetzer war eigener Beruf und so. Ist ja schon ausgestorben, Vulkaniseur oder weiß ich was. Gut, den gab es eh noch nicht so lange. Aber es sind viele Berufe ausgestorben und ich glaube, das hat sie in der ganzen Menschheitsgeschichte, bis auf der Beruf des Sklaven und des Leibeigenen, ja, der ist irgendwie mal vor 100 Jahren ausgestorben, glaube ich. Und der Beruf des Henkers ja auch nicht. Gibt es ja noch. Die gibt's ja im Orient. Im Orient gibt es diesen und in Amerika genauso. Also gibt es ja den Beruf eh noch immer. Ja, ist wirklich so. Unsere Generation die einzige. Das heißt ja nicht, dass jetzt weniger Berufe, im Gegenteil. Es sind ja auch zigmal mehr Berufe entstanden in unserer Generation als die komplette Menschheitsgeschichte vorher. Aber auch davor war es, glaube ich, so, dass wirklich nie ein Beruf ausgestorben ist. Den hat es neu gegeben, da hat es den Beruf auf einmal des Dachdeckers gegeben, des Tischlers und des Schusters. Und die sind halt nie weggestorben. Während der Beruf des Schusters, es wird noch ein paar geben, aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass das neu dazukommt. Es wird fabrikgefertigt als Beruf selber. Gibt es so Sachen nicht, den Tischler wahrscheinlich auch irgendwann einmal. Da gibt es nur noch die Fabriksmöbel und fertig. Ganz wahrscheinlich nicht. Man braucht immer wahrscheinlich noch Handwerker. Ja, das hat mich vielleicht so ein bisschen sentimental gestimmt. Deswegen freut mich, dass du mit dabei warst. Und gib einen Daumen nach oben gerne dem Video, wenn du möchtest. Und ansonsten, ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Servus.